Sekundenschnelle oder teilweise in Sekunden passiert, ist wahrlich meisterhaft vom Display-Direktor. Denn jetzt sofort kommen Jahrzehnte der österreichischen militärischen Düsenjetfliegerei. Ja, die werden in Kürze kommen aus. Demonstration, wo sie hautnah miterleben können, wie wir Abfänge durchführen, normalerweise in großen Höhen. Ist ja ein zweisitziges Schulflugzeug. Die teuern und Kampfflugzeug aussprechen auf sein Motorengeräusch, der als Sternmotor restauriert wurde. Und da hat sie auch die Lackierung bekommen. Ja, diese charakteristische Olivschwarz-Lackierung und der Schriftzug Navy. Große Spielart am Steuerknüppel. Das sind diese ganz wenigen Millimeter der Feinjustierung. Da wurde keine Widerstand, hat sie aber gleich. Der entwickelt, jetzt kommt er noch mal hier, ist zu uns gekommen, ein 8-sitziger Mehrzweck-Hubschrauber mit zwei Turbinen und die zwei Hauptmänner, Kevin Beckers und Stine Sonnes, die werden uns jetzt ihr Programm zeigen mit ihrer A109 aus Belgien. Sie wurde ja in verschiedenen Versionen gebaut, auch in einer langen Version. Die kann allerdings auch mit Bordkanone, mit Chef und Flares und mit Lenkwaffen, diese Panzerabwehr und mit ungelenkten Raketen ausgestattet werden. Öffnet sein Programm mit einem inklinierten 60-Grad-Looping in seinem Markenzeichen, dem Brand Flying Diamonds. Neun Flugzeuge vom Typ Pilatus PC-7 an Konzentration im Delta. Für Sie hier in Zeltweg. Meine Damen und Herren, der erste Solist Hauptmann, Marius Krüsi. Ja, wir nennen ihn spaßeshalber eben auch den Pausenklon. Er kann aus Einzelmaske, aus Einzelflugzeug. Megasplit Teil 2. Matthias Müller. Direkt aus dem Cockpit.
Schweiz, der Schweizer Luftwaffe und natürlich des PC-7-Teams für Zeltweg mit Amorspfeil, geflogen von Hauptmann Thomas Hilpers. Wir nehmen die Fotos dann gerne auf Facebook Infos zu unseren weiten Displays. Unsere zwei Solisten, den einen kennen wir schon, der andere in der Rechtskurve jetzt. Hauptmann Mario Töni, die Nummer 8, zeigen was Vertrauen zu bei der Kreuzung der Nummer 7. Vielen Dank, meine Damen und Herren, und hier 8 PC7 in der Formation Los Angeles in Landekonfiguration. Ein seltenes Bild. Schwierig zu fliegen, die Geschwindigkeit hier rund um die 100. Dann wild zurück, vielen Dank, ich sehe tausende Hände. Das ist der Abschiedsgruß unseres Solisten für Zeltweg hier. Vielen Dank. Ja. Und die Ü-Version, SAP-105Ü. Triebwerken ausgestattet. Der Rumpel auch hier das eindrucksvolle Manöver. Wir haben seine extra Runde. Ziel ist ein Erfolgreich. Wieder rechts. Was kann man das mit der Motorbühne? Weil sie einen starren Rotor kommt. Blecke schwarz. Und dahinter die Boden 5 rechts nach oben zieht, der Räder rüchte. Und wir sehen es gleich. Aus dem Stand quasi, zieht er hoch, ja, mit dem Aufschwung nach Wagen und Rainer Wilke war einer der Ersten, der es getan hat. Es gibt nur zwei in Österreich, den Rainer Wilke und den Blecki Schwarz, die die Lizenz haben. In einem Chaos in einem Fiasko endet und der Rainer ist da mit Abstand der beste Hubschrauber-Kunstflugpilot, den es weltweit gibt. Und jetzt sind wir mittlerweile mit der Cobra, dem Blecki Schwarz. Auch hier kein Unbekannter in der Szene. 59 Jahre ist er heute, Blecki. Geboren in Graz. Seit 1977 ist er Pilot. Bei den Flying Bulls ist der Flugbetriebsleiter und der Chef Pilot von der Hubschrauberflotte. Ja, der Blecki ist ja auch nicht nur der Pilot von der Cobra, sondern auch von der Bo 105, ebenfalls auch ein Kunstflugpilot. Aber die Cobra ist da natürlich ganz was anderes. 1800 PS Leistung. Sie ist auch sehr schnell für einen Hubschrauber mit über 300 km/h Spitzengeschwindigkeit natürlich ganz was Besonderes. Und der ist auch schwer. Wenn man bedenkt, 4,5 Tonnen, die müssen auch den Kunst. Wo ich wieder treten, gerade ein Eurofighter Pilot werden kann. Aber du, es sieht die Faszination, Helikopterflug, die hat mir jetzt gefallen. Das Programm unsere Zuschauer hier gefallen. So, und jetzt hat der Zweite seinen Spaß daran gefunden, den Luftraum hier in Zeltweg bei der Airbus 16 zu nutzen. Das ist jetzt der Rainer Wilke. Mittlerweile 63 Jahre. Aber der ist ein Haudegen. Der versteht sein Handwerk. Ja, und der zeigt uns jetzt, was die Bo 105 kann. Man lernt das in Physik. Ja, das ist ein Rotordurchmesser von 12 Meter und mit dieser hohen Drehzahl, wie sich der dreht, was da für Kräfte auf den Hauptrotor kommen.
Und das ist natürlich die Belastung für den Hubschrauber. Die nützt er aber umgekehrt auch immer wieder aus bei seinen Figuren, um sie überhaupt so fliegen zu können. So, der verbeugt sich noch einmal vor uns, bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Und Rainer Wilke, ich glaube, das ist ein großer Applaus wert. Wunderbare Vorstellung. Ein riesen Applaus für Rainer Wilke! Selektion durchgeführt. Belastungen bei den USB bis zu 6G, also 6 Mal so schwer wie der Pilot. Sie nur schreiben die Autogramme. Thomas Morgenstern und die Piloten der Flying Boys. Und den Thomas Morgenstern kann man auch fragen, wir sind ja bei 105 mit relativ gerade. Das ist schon mal mitgekommen. Der Tag von diesen Erlebnissen berichtet. Jetzt ist es die PC7, die hier abwebt. In vielen Ländern im Einsatz. Wieder runter für das nächste Manöver. Hat natürlich eine Sonderlackierung, diese PC7, unschwer zu erkennen. Ja, zu Beginn, wie der Bursche gesagt hat, mit einem Rundflug heute vielleicht mit der Zielgruppe 16 bis 22, ein Hubschrauber-Rundflug. Flo steht in den Startlöchtern, er möchte das auch noch probieren und dann geht's weiter. Wenn man da Lust und Gefallen dran hat, dann kann man auch noch ein bisschen machen. Jede Lagenänderung muss blitzschnell in Echtzeit weitergegeben werden. Jetzt beginnt erst die Arbeit für diese Staaten. Was ist denn jetzt zu? Es ist ein Privileg für die Hubschrauber-Piloten, dass sie jetzt noch Platz zur Verfügung haben. Wenn sie normalerweise nicht sind, sind sie konfrontiert. Und jetzt schauen Sie auf den Blackhawk. Schauen Sie auf die Video. Sie sehen jetzt gleich Säcke herausfliegen.
Das Jagdkommando zeigt sich hier im Pathroping-Verfahren auf. Das sind 18 Meter lange dicke Taue. Die Soldaten sind ungesichert. Das ist wie im Turnsaal beim Abseil. Nur im Turnsaal ist es unten zu Ende. Für unsere Jagdkommandos beginnt jetzt unten erst die Arbeit. Rasch zum Pickup und die wirklich haarige Gebirgsfliegerei, die ein besonderes Maß an Konzentration erfordert. Jäger 25 ein. Und in die Luft bringen, wobei die Nummer 1 den kürzesten Radius wählt und das Wort in den Flugzeug. Hier spricht die österreichische militärische Luftraumüberwachung. Landen Sie unverzüglich im Westen. Die Herkules wird also jetzt aufgefordert, vom Eurofighter-Piloten zu landen. Und der versteckt nichts. Der Pilot hat Informationen bekommen. Der weiß eventuell nicht, wo ist Zentrik. Ja. Wie sind die Fluglastgegebenheiten? Unser Auftrag ist es dann, ihn zum Platz zu führen. Ich bin überzeugt, zu geben, internationale Zeit, das sind hier vor Ort. Piloten tatsächlich sehen. Können die auf Zeichensprache jetzt miteinander kommunizieren? In dieser gespielten, eingespielten Situation, dieser Übungssituation, bleibt doch auf, könnte es kurz existieren. Ja. Und normalerweise sind wir mit dem Service beschäftigt. Jetzt also, die Kontaktaufnahme, die unmittelbare. Ein Touch and Go. Da sieht er einen Touchdown aus. Live aus dem Cockpit des Eurofighters. Wir haben eine Funkverbindung. Ich bin einen riesen Applaus hinauf zum Eurofighter. Mitte Nummer 1. Schönes Crossing mit der Herkules, mit der Lufttransportstaffel aus Linz-Hörsching. Sie werden jetzt umdrehen, die beiden Eurofighter, und kommen dann aus Westen wieder retour. Und dann werden sie versuchen, sich gegenseitig zu jagen. Dann ist Rock'n'Roll, dann geht's los. Das heißt, sie werden dann Richtung Norden abbrechen. Schnelle und dann vor dem Turm wieder den Übergang in den Bonsjag geht. Also wir bleiben in der Ebene, in der Horizontal. Ist entfernt, die Lounge des Überwachungsgeschwaders. Dort sind Sie gerne bereit, Interviews zu geben, Souvenirs zu verkaufen. Sprechen Sie sie an, Sie haben die letzten Informationen. Es war nicht so einfach, ihn zu bekommen. Das ist schon eine Rarität und steckt schon eine Menge ab.
Arbeit dahinter, nach einer Flugstunde wird's wieder laut. Die P38 der Flying Bulls, eine Legende der Luftshow. Vorbei, erster Überflug der 5er Formel-Schub der Flying Bulls. Angeführt sehr, sehr schwieriges Manöver. Die Geschwindigkeit für die Alpha Jets am Top ist sehr, sehr langsam. Das heißt, die müssen wirklich ganz exakt diese Position halten. Aber Philipp Heiper und Stefan Dobel haben das in den Alpha Jets. Zwei Profis im Fliegen, die machen das mit Bravour und Exzellenz. Eine super Slow Roll der Flying Bulls hier. Präzise und flüssig geflogen von den Flying Bulls. Ja, und wie schon einige Male erwähnt, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man mit verschiedenen Flugzeugmustern diesen. Scheitelpunkt. Wahnsinn, wie weit die Energie hier reicht. Und jetzt würde er ohne Energieeinsatz einfach Richtung Erde tun. Was er jetzt auch macht in diesem ersten. Nimmt er wieder Fahrt auf, nimmt wieder Energie auf, schwebt doch immer quasi ohne Leistung und jetzt setzt er wieder Leistung, um wieder die richtige Höhe. Aber das könnte er nicht lange. Ohne Trieb. Jetzt kommt er wieder in besser Flug vorbei. Und jetzt, ich habe gerade konnte die Nase vorne absenken, um bei hohem Anstiegswinkel im Landeanflug die Sicht der Piloten nach vorne zu gewähren. So, jetzt beschleunigt er dann wieder. Er gibt sich durch die Aerodynamik der Sea Fury aufgrund der Ablösungen von den Tragflächen. Es gibt Druckunterschiede zwischen der Flügeloberseite und der Flügelunterseite. Und aufgrund dieser Verwirbelungen kommen diese Smokeweine dann in diese einzigartige Form zustande. Auch das eine Besonderheit der Seafarer. Da wurde eingesetzt auch der bekannten Reno Air Race, wo es wirklich nur zwischen zwei Pylonen geflogen wurde, auf einer Strecke, wo es nur immer in Wände darüber zu fliegen war. Und da war sie gefürchtet und bekannt als eines der schnellsten. Jetzt
G-Belastung und diese neuen G-Belastungen so leicht wie möglich angenehm für den Piloten zu gestalten. Also der liegt da ein wenig drin im Cockpit. Ja, sobald wir die Nase. Sobald es über 70 Grad ist, würde sie den Rückenflug gehen und negativ dann wegdrücken wieder. Es ist wirklich anstrengend für den Piloten, diese Kräfte auszuhalten. Mittlerweile rollt hier die Spartan C-27. Was die Schiffsgeschwindigkeit eines Jets. Nein, steht der Fahrt in der Luft, obwohl es noch immer hinter die 202 hatten. So was der Fahrt mit der Laterne. Wenn man da mit mehreren 100 km/h unterwegs ist, scheine 200 km/h nichts. Man kann sehen, wenn er wieder bei uns vorbeikommt und langsam, wenn er wieder Leistung setzt, wie schnell er beschleunigt, zieht hoch, geht über in eine Kubernetes. The crew is now repositioning in order to come from the right. Oh, great, we go for now they need to increase the speed for the maneuver, which makes this aircraft unique in its category. So, setting the Spartan for the complete turn around the roll axis, the so-called terminal. You see the C-27J setting a bit, the nose up, then 36 degrees, roll, getting upside down. Almost impressive, isn't it? This is a... Die Jungs, die natürlich hier mitgebracht haben, bitte nicht unbeaufsichtigt irgendwo liegen lassen, sondern mit euch zu nehmen. Und dann nehmen wir euch jetzt mit in das nächste Display hinein. Und da haben wir eine Besonderheit beim Start schon gesehen, Rolli, bei dieser Me-262, die hat leicht gebrannt. Keine Infrarot gesteuerten Waffen, also wo du wirklich aufschalten kannst, dass du ziehst, vor allem Parkett. Hier musst du wirklich auf den Punkt ziehen. Und da brauchst du eine gute Sicht dazu. Also dieser Pilot hier, der Gary Kay. Also wir haben eine Nachbrenner 60 Kilometer am Schub, mit Nachbrenner 90 Kilometer. Würde man das umrechnen, da käme man da auf 60. Saluto a tutti i nostri amici italiani, benvenuti a Z22.
benvenuti a tutti i club Frecce Tricolori. Mettete display line 2, 3, 2, 1, the first opening. Thank you.